Eastman hat dieses Jahr eine Henry James Juliet Gitarre rausgebracht. Also das heißt seine Signature Gitarre? Seine Signature Gitarre, die er gemeinsam mit Eastman entworfen hat. Die Juliet Gitarren sind Solid Body Gitarren, aber als neue Eigenentwürfe von der Firma Eastman gibt es seit circa 2 Jahren nun. Und wir haben einige unterschiedliche Typen dabei, wie jetzt hier diese LA mit den Radiator Seymour Duncan Tonabnehmern oder auch hier mit Bare Knuckle Tonabnehmern. Und die Henry James Gitarre hat er sich ganz anders kreiert. Er wollte ein komplett anderes Tremolo drauf haben, darum haben wir das Göldo G5 hier drauf gemacht, ein Reverse Headstock und die Seymour Duncan Vintage Mini Humbucker. Das sind so die Hauptmodifikationen. Ansonsten ist die Gitarre aus Okume gemacht, wie die anderen Juliets auch. Und von den Maßen und Scales ist sie genau gleich. Home is Carolina, why can't we just make amends for all the trouble we put each other in? What we leave behind us are those... Yo, Henry. Hey. May I ask you to to show a bit the sounds of the Juliet? I don't know if you want to tell something about it. Absolutely, How did you come to your own signature guitar? So back in 2 years ago, 2022, we were approached by Eastman Guitars about sort of taking the original Juliet. Yeah. There's one here. The B90? Yeah. There's one here, and I still play mine. Robert and I were the first ones to take, and I don't know, the blonde one as well. He likes the blonde one. So we took those on, we took those on tour and decided we really liked them. And I said, it was kind of a joke at first. And I said, hey, maybe we can do something different with it. We can change a few things. And I didn't think they would do it. And then maybe a year later, they sent me an email. And so they're like, what do you want? And I was like, okay, well, let's do the Seymour Duncan Mini Humbuckers and flip the headstock and put a tremolo on it, something different. So we worked together for about a year on different prototypes, tried some different pickup types, different configurations, different things like that. Finally landed on this, and we debuted it at the NAMM show in Anaheim, California back in January, and it's gonna be available this year and probably available here at Guitar Inn when it launches. Yep. Later this summer, so Okay. Very stoked on it. Also, nachdem die Juliet rausgekommen ist, vor 2 Jahren waren Robert Young und Henry James auf der NAMM Show und haben sich die neuen Gitarren angeschaut. Der Henry hat sich ein bisschen in die P90 Gitarre verguckt und Robert hat sich in die mit dem Humbuckern, die Crehane farbige da drüben, rein und Eastman hat die einfach ihnen mitgegeben auf Tour. Sie haben sie wirklich live richtig durchgeackert und haben ausprobiert, wie funktionieren die live. Waren auch sehr angetan, die Geräte haben sich sehr bewährt. Und eigentlich im Scherz hat der Henry dann gesagt, könnt ihr nicht mir meine Gitarre auch bauen, weil ich habe noch ein paar Ideen. Und dann kam er mit den Modifikationen und Eastman hat ein Jahr lang mit ihm entwickelt, immer wieder mal ein bisschen was verändert. Das ist jetzt das Modell, wie ich es vorhin beschrieben habe, mit dem anderen Komponenten, wie Henry sie haben möchte. Sie wird im Laufe dieses Jahres in die Geschäfte kommen und der Tilo hat natürlich auch mindestens 99 davon bestellt. 200. Das ist ein Wort. Also, du hast es aufgenommen. Yeah. Danke. Somit sind wir rechtsgültig. Okay, dann wollen wir doch sicher auch mal hören, wie das Ding klingt. Henry, would you play it? For us? Yeah.
something, I'm a really bloody beginner, so yeah. What makes the difference for you to have the Seymour Duncan vintage mini hamburgers? So I, a couple years ago, started playing, actually first I was sort of recommended them by a luthier friend of mine back in California. I built a Fender Stratocaster with a custom pickguard, and I put those in it, and I loved how they sounded in that. And then I tried a Firebird, and I fell in love with that, and I put these in that, and it was amazing. I still use that Firebird back in America and sometimes over here. That was my main touring guitar until we developed this guitar with Eastman. And I said, if you're gonna make a guitar, that's my guitar, it has to have these pickups because they just feel right. They feel right for me and the sound I identify with as a player. You know, it's my sound. A smooth bite. Yeah. It's somewhere between a single coil and a humbucker. It's a big single coil. Okay. Also nachdem Henry diese Tonabnehmer empfohlen gekriegt hat von einem Gitarrenbauer, mit dem zusammenarbeitet in Kalifornien, hat sich erst einmal eine Fender modifizieren lassen und dann später eine Firebird. Und hat gemerkt, das sind einfach genau das, was für seinen Sound braucht. Deswegen müssen wir die jetzt alle spielen. Okay, so, maybe a last example of the sound, and I think then let you go. yeah. Same guitar rig, same amplifiers, same everything, and I just swapped the guitar, and I couldn't remember which guitar I played on which song. I really couldn't. I had to like look at the video to remember which guitar I played on which song. So very, very close, at least from that, you know, reference. Yeah. Okay. So it's intended to be a little bit like a Firebird. The elements of a Firebird, like the pickups and the reverse headstock plus. It's a more I think for the typical guitar player, you know, it's more comfortable because to me it feels like a Strat. It has the nice tummy cut and it's the way it sits on your body. It's a shorter guitar. A Firebird is really big, and I still think they're comfortable for me. But for I think for you know most players, you'll find that this is a more comfortable and it's lighter, more ergonomic. Just generally a more comfortable playing experience. But it doesn't have neck-through construction. No, it's a glue-in sound. Oh, okay. Yeah. Okay, thanks. Yeah. Okay. Gibt's weitere Fragen noch? Do you play slide on this? I do. You'll see tonight. I hope so. I do. Yeah. Cool night. Yeah. Good. Also dann, vielen Dank, Henry James. Thank you. Thank you very much. Thank you.